Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Auf unserer heutigen Tour kommen wir zu einem Gegner, der wohl der stärkste im ganzen Spiel sein wird, Leute. Und den müssen wir heute bekämpfen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nein, noch nicht zurückkehren, hier ist doch noch der Typ hier. Ich komme bestimmt nicht hier wieder zurückgelaufen. Ihr habt das geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Abrissbirne. Sieht's denn aus bei dir, Barrett? Knallprotz ist ja fertig, ne? Oh Gott. Müssen wir die Atomschere zunächst machen. Und dann haben wir, schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so viele Gegner. Okay. Ist nochmal eine Nahkampfwaffe, oder? Ja, tatsächlich. Ja Mensch, wer hätte es gedacht. Machen wir zuerst die Atomschere. Aber zuerst müssen wir da auf jeden Fall, ein Slot muss ich da auf jeden Fall drauf ballern. Okay. Elementarattacken. Schaden von elementarbasierten Materia. Erhöht den Schaden von Waffen, die mit elementarbasierten Materia ausgerüstet wurden. 10%. Ja gut, dann bekommst du die ganzen Elementardinger jetzt plötzlich. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Slots. 3 Slots kriegen wir hier. Hier kriegen wir auch nochmal 3 Slots billiger. Machen wir einfach mal die ganzen Slots. Dann die ganzen Slots. Das sind auf jeden Fall eine Menge Slots jetzt. Und jetzt gehen wir auf den ersten zurück. Und dann. Ich kann nur noch 4 Sachen machen, ne? Erstmal das hier 1. Dann nehmen wir Wind ist scheiße, Blitz auf jeden Fall. Feuer auf jeden Fall. Okay. Dann nehmen wir halt Wind noch dazu. Gut, dann müssen wir jetzt aber noch mal kurz die Materie umtauschen. Tifa, jetzt, ich muss dir das leider wegnehmen. Wird aber auch nicht für ewig sein. Dann gehen wir auf Barrett. Du nimmst die Atomschere mit 6 Slots. Achso, nein, ist richtig. Gut, alles in Ordnung. So, also. Wir haben Glut. Dazu bekommst du die Amplikation. Hey. Das hier, ne? Elementaraffinität. Jetzt kommt Blitz. Blitz war das, was wir auf jeden Fall rumschleudern müssen ohne Ende. So, Gewitter. Zusammen mit. Amplikation. Ich kann da eigentlich gar nichts mehr ransetzen, ne? Effekt aber von Zustandsveränderung. Erhöht erhalten FP für verbundene Materia. Ach so. Ich verstehe. Kann ich auch. Ach so, okay. Dann auf jeden Fall wiederbeleben.
Ich habe zweimal Widerstand, lol. Mit FP-Boost. Weil wenn ich das hier auf Erzengel kriege, wäre das richtig toll. Und hier packen wir halt, ja, was weiß ich, Ost hin. Ja. Das dazu. Und die war, ja, ich meine, du kriegst jetzt sowieso die Mithril-Fäuste in die Hand gedrückt, ne? Von daher. Was geben wir dir denn? Was geben wir dir denn? Dann kriegst du halt Chakra. Achso, das hat Barret gerade an. ATB-Boost ist gut, ja. Dann machen wir das. ATB-Shock meinetwegen. Geben wir jetzt hier den ganzen schönen, ganzen lila Kram. Damit sie sich einen Keks freuen kann. Stehlen. Und Gebet behältst du. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt noch tiefer erledigen. Mit dem Mithril-Clown. Was haben wir denn hier? Materia-Slot. ATB-Aufladung 10%. Hört sich schon mal gut an. Zuerst Schaden von elementarbasierten Materia. Okay, auf jeden Fall Zangas Lehre hätte ich gerne. Bei vollen MP Schaden von Angriffsmagie. Kann auch nicht schaden. Das sind magische Clown, ne? MP-Verbrauch von Angriffsmagie. Ja, wir werden ihr später auf jeden Fall die ganze Scheiße wiedergeben. Definitiv, wenn ich mir das so angucke. Magische Attacke. Zusatzschaden von elementarbasierten Materia. Wir bereiten schon mal vor. Bei hoher TP. TP-Aufladung. Definitiv. Es gibt einfach so viel hier, was so gut ist. Dann gebe ich dir noch das hier. Ein Slot mehr. Dann drücke ich dir zumindest Eis in die Hand. Weil das habe ich. Das ärgert mich sowieso immer, dass ich das nicht habe. Ach, Cloud hat Eis. Dann habe ich ja. Gewitter. Luft fehlt mir, ne? Luft. Mach ich den Duft dahin. Kann sich Keks freuen. So, was fehlt die hier jetzt? Achso, ja, die hat jetzt Barret an, ne? Ja, das ist doch kacke, ist das. Dann gebe ich dir auch nochmal Gebet. Dann beten wir alle zusammen jetzt. Da ist der Chocobo, ja. Bin ich jetzt einfach rumgelaufen für dich? Na gut. Huch. Ah, ihr seid die anderen Typen. Mach mal ein bisschen Klingenstahl. Ich hatte ihn jetzt nicht wirklich viel ausgemacht. Ach, die haben Resistenz. Übernimm du. Ich leg los. Jetzt hab ich hier das. Okay, Cloud. Wer hat jetzt die Analyse? Ich bin verwirrt. Wer hat die Analyse? Ja, du. Nur kein Über. Resistent gegen Zauberei und diese Wesen klonen sich selbst, wenn sie beim Tanzen eingeschüchtert werden. Greife zuerst die Klone an, um die TP des Originals effektiv zu senken. Okay. Gucken wir uns jetzt mal Barret an, mit seiner neuen Fähigkeit Energiehaken. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal eingesetzt, weil ich so gegen Billos gekämpft habe. Ja, ist okay, ne? Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich maximale Wut gleich mache? Machen wir mal maximale Wut gegen ihn.
Er schießt trotzdem, lol. Nicht nachlassen. Tiefer. Fähigkeiten. Kämpferrauschsphäre, okay. Los, dreh voll auf. Ist gleich erledigt. War nicht geschockt. Genug. Ich schwören könnte, war geschockt. Dann machen wir halt mal Ende des Schreckens gegen den. Oh, was war das denn jetzt? Jetzt bist du ein bisschen weit weg gewesen dafür. Ach da! Ich muss sie beim Tanzen stören. Ja, es ist halt komplett Magieresistenz, der Arsch. So, Barrett. Mach mal Regen für dich. Alter, wie schnell geht denn das? Wieder schockanfällig. Tolle Wurst. Aber wie schnell das auch zu Ende geht. Was machst du endlich dabei? Ach so. Cool. Das ist echt cool. Hahaha, kommt hier gar nicht mehr raus. Ja, kurz gebetet. Das einfach nichts bringt, ey. Aber das ist cool. So, hier ist irgendwo ein Klon, habe ich gesehen. Moment. Neomutant. Okay. So, Kampfrauschsphäre. Oh, Kampfrauschsphäre ist schon gelernt. Toll. Dann machen wir nochmal auf Hochtouren. Gucken, ob das was bringt. Offensichtlich nicht. Du hast ja noch Aero. Machen wir mal ein bisschen davon. Mal gucken. Okay. So viel dazu. Hey, wieso bist du halb tot? Machen wir Aisra, so. Der bewegt sich gerade eh nicht. Das dauert ja ewig gegen die. Wir sind jetzt nicht wirklich stark. Ich bin bereit. Ja, ist gut. So, kriege ich das hin? Nee. Ich dachte, das bringt noch irgendwas. Okay, machen wir Limit. Gegen den Stärksten. Ja, gut. Macht jetzt nicht so viel Damage. Ich habe mir da mehr erhofft. Tanz. Ich störe dich beim Tanz. Was für... wollte er mich gerade anschreien? Der hat mich angeschrien. Okay, du willst es nicht anders. Hier hast du eine Kampffrau-Sphäre. Au! Der hat mich nachgemacht. Okay, machen wir gegen den hier jetzt. Der muss mal weg hier.
Nice, nice, nice. Wieso habe ich mein Limit schon wieder fast? Lol. Okay, du bist der Schwächere. Echt jetzt? Schläft der Nächste? Na, Cloud ist noch da. Dann machen wir erstmal ein Gebet. Übertreib's nicht. Das war's. Tolle Wurst. Yeah, Kampfrauschsphäre. Ich finde die lustig. Kampfrauschsphäre. Das ist einfach mal nichts bringt, ey. Kampfrausch. Oh, das war ein Gebet. Ich glaube, mein Limit baut sich ziemlich schnell auf dadurch, oder? Kann das sein? Weißt du was? Du kriegst erstmal meine maximale Wut ab. Ich habe nur reinprügeln. Ach ja, und dann hat er ja auch diese Dreieck-Attacke, ne? Das ist so eine Ramme. So, maximale Wut, komm. Kann ich ja wohl ein bisschen Schaden raushauen. Oh, ich habe seinen Schock nicht ausnutzen können. Ah, hier machen wir ein bisschen Magie hier. Blitzka! Vermöbelt ihn! Los! Vermöbelt ihn! Achso, das kann man abwehren. Das wusste ich nicht. Kann mich nicht! Los geht's! Nicht mit mir! Komm! Machen wir jetzt Störung ohne Ende. Störung ohne Ende. Mein Einsatz. Alles geben. Sogar gleich mein Limit. Dann ist er auf jeden Fall tot. Was für billige Gegner, die einfach nur tanky sind. Ach ja, da war ja was. Rückwärtshalter. Gut. Ah. Sehr schön, damit habe ich die Subspezies durch. Oh, neue Haltestelle für den Chocobo Express können benutzt werden. Immergrün Park. Immergrün Park? Was ist der? Immergrün Park. Ah, das ist der Park da. Achso, hinterm Wallmarkt. So, das waren alle, oder? Denke schon. Fragen wir Sam. Okay. Gehen wir zu Sam zurück. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank. Alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Ah, die Lache. Ich liebe sie. Aber kein Grund, sich zu stressen. Ja, ja. Ja gut, jetzt wollen wir zum Doc. Oh, da sind sie ja, unsere Retter. Die Chocobos sind wieder da. Jetzt können wir unseren Betrieb wieder aufnehmen. Vielen Dank. Okay, Ja, immer Grünpark war da unten.
Ballmarkt, eingestürzte Straße, Sektor 5, Bahnhof Kirche. Cloud, hast du die Zutaten alle bekommen? Vielen Dank, das sollte reichen. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ach, fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Du meinst, das ist für Aerith. Okay. Nur noch die Jagd nach Corneos Kronjuwelen und Rache der Schergen. Machen wir Rache der Schergen natürlich, weil wir gleich um die Ecke sind. Und für die Kronjuwelen müssen wir halt noch unten. Cloud, welch ein Glück, du bist gerade richtig. Nein. Ein paar von Corneos Männern sind vorhin in Richtung von Aeriths Haus gegangen. Das weiß ich doch schon. Deswegen bin ich doch hier. Alter, Junge, dafür lenkst du mich ab. Mädel, sorry. Hier soll sich dieser Typ mit dem Gewehr... Hey, seht mal, sein rechter Arm! Ich hab gehört, ihr sucht nach mir. Was ist das da für ein Viech? Musstet ihr nicht so lange warten. Du bist doch der aus Sektor 7. Wusste ich's doch, dass du auch zur Avalanche gehörst. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja, darf ich vorstellen? Don Corneos Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Süß. Kopfgeld gibt's schließlich auch, wenn ihr tot seid. Okay. Unmöglich. Willkommen im Reich der Schmerzen. Alles okay? Antworte, Mann. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ich hab nur Nahkämpfer gerade. Okay. Dreh mir den Spieß um. Jetzt aber. Jetzt voll in die Fresse. Nein. Immer fest auf die Fresse. Ja. Hast du Schiss? Oh nein, 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 nein. Der sticht mich ab. Das ist ein One-Shotter. Okay. Wir benutzen ihn nicht. Senkt die TP von Gegnern im Wirkungsbereich nicht bei sehr starken Gegnern. Okay. Nimm mal die Phönixfeder. Immer fest auf die Fresse. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Jetzt komm her. Willkommen im Reich des Schmerzes. Okay. Ich meine, ich krieg den ja hin. So ist es nicht. Alter, was für ein kranker Typ. Alles endet hier und jetzt. Jetzt voll in die Fresse. Vergiss es. So. Das dauert vielleicht ein bisschen zu lange. Ich darf nicht. Du darfst noch nicht flott machen. Okay. Engel, für dich tiefer. Alleine schaff fest auf die Fresse. Ich leg auf. Ja. Jetzt voll in die Fresse. Das wird schon wieder. Willkommen im Reich des Schmerzes. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Auf dem Weg. Jetzt komm ich. Na, hast du Schiss? Rückwärtssalto. Okay, ich hab Angst vor ihm. Er dreht mir den Rücken zu, schnell! Na? Jetzt voll in die Fresse! Der geht aufs Haus! Nein! Na, komm, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Was für ein Kackviech. Dreh mir den Spieß um! Was für eine Blamage! Es geht los! Ja! Ich darf auch keine Magie nutzen, oder? Kann das sein? Dass er da komplett durchdreht? Der dreht komplett frei, der Fibay. Oh, oh, oh. Ich brauch was für Gebet. Oh nein, was macht der? Er teleportiert sich jetzt. Okay. Er ist kampfunfähig. Ein bisschen Spaß muss sein, oder?
würde den Kampf gerne nochmal machen und dem eine Fernkampfwaffe geben, ganz ehrlich. Ah. Okay. Dann. Königsfeder an Cloud. Geht es wieder? Jetzt voll in die Fresse! Und. Königsfeder an Barrett. Ich mach's wieder. Nix damit liegen bleiben. Was macht er schon? Er teleportiert sich schon wieder. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Küchenmesser. Willkommen im Reich des Schmerzes. Da hast du Schiss. Komm, der ist doch so gut wie tot, Leute. Ich warte nur auf eine Heilung. Immer fester auf die Fresse. Netter Versuch. Jetzt voll in die Fresse. Genau deswegen. Es geht weiter. Okay. Ich meine, ich kann jetzt trotzdem nicht kämpfen, aber. Weiß Bescheid. Barret, mach mal Magie, der kann ja sowieso nicht großartig laufen, ne? Hä? Das geht nicht? Du brauchst doch sowieso ewig, um dich zu drehen, ne? Immer fester auf die Fresse! Nicht aufgeben. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Immer fester auf die Fresse. Kann ich den Kampf neu starten? Von Kontrollpunkt neu versuchen. Ich möchte gerne eine Fernkampfwaffe anlegen. Das wäre nett. Weil so wird das nix. Das sehe ich doch. Der wird immer heftiger. Alter, was ein Kackvieh? Was ein Kackvieh ist das denn? Krasse Scheiße. Alter. Okay, mit Barrett hinten stehen, alle heilen und hast du nicht gesehen? Und sich dann Keks freuen. Das ist die Taktik. Muss sein, oder? Da geht noch was. Leute, weicht dem Küchenmesser aus. Ist ganz wichtig. Jetzt voll in die Fresse. Ja. Immer fest auf die Fresse. So, Rückwärtssalto. Da. Hast du Schiss? Nein. Im Reich des Schmerzes. Verdammt. Okay, das kann man nicht abwehren. Aber wenn du fertig bist, mach mal ein Gebet. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Es geht weiter. Okay. Willkommen im Reich des Schmerzes. Da wollte er schon wieder das Küchenmesser machen. Fähigkeit, Schockschuss. Habe ich das jetzt eingesetzt? Fähigkeit im Prinzip. Oh, Barrett ist kampfunfähig? Wodurch? Okay. Muss auf Cloud warten. Immer fester auf die Fresse. Oh, er macht den Scheiß wieder. Oh, Cloud! Okay. Gegenstand. Königsfeder. Willkommen im Reich des Schmerzes. Da hast du Schiss! Oh oh. Viel zu nah dran. Willkommen im Reich des Schmerzes. Gegenstände. Megatrank. So, weiter geht's. Jetzt voll in die Fresse. Lenk ihn ab. Genau wie geplant. Ja. Maximale Wut. Fähigkeit. Auf Hochtouren. Fähigkeit. Klingenstahl. Hast du Schiss? Oh mein Gott. Stopp. Genug. Wir geben auf. Wir werden keiner Seele etwas sagen. Versprochen! Lasst uns ziehen, bitte! Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch! Wird niemals wieder passieren! Was ein kleines Kackvieh war das denn, ey? Heilige Scheiße.
Dem will ich nicht nochmal begegnen. Ich glaube, ich habe nicht mal Analyse gegen ihn gemacht, ne? Schade.